Liebe Zuschauer, liebe Milliardäre, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Deluxe. So jemanden wie den Klaus hätte ich auch gern. Klaus Krämer sorgt täglich nämlich dafür, dass die Gäste seines Luxuskreuzdampfers mit den tollsten Delikatessen versorgt werden. Wie die Arbeit hinter den Kulissen aussieht und welche Herausforderungen Klaus und seine Kollegen täglich meistern müssen, wir nehmen sie jetzt mit auf eine kulinarische Mission. Solche Probleme müsste man haben. Weil es in Singapur zu viele Superreiche gibt, verzichten viele der Herrschaften mittlerweile auf ein eigenes Auto. Denn es gibt einfach nicht genug Platz im Stadtstaat. Den Braten gerochen haben dann findige Geschäftsleute und eröffneten eine spezielle Autovermietung nur für Superreiche. Jetzt wird gespart, und zwar satte 30.000 Euro bei einem einzigen Shoppingtrip nach Mailand. Und dabei sind Handtaschen für 1.500 Euro, Achtung, ein Schnäppchen. Sie ahnen es, hier geht es nicht um normales Einkaufen, wie wir das vielleicht machen. Nein, Personal-Shopperin Claudia Obert ist unterwegs mit einer ihrer Millionärskundinnen. Und nicht nur Anne kommt dabei ins Staunen. Markus Wörl hat geschafft, wovon andere ihr Leben lang träumen. Mit 29 Jahren ist der Berliner Hotelbetreiber bereits Millionär. Seine erste Bettenburg übernahm er mit gerade mal 22 Jahren. Heute gehören ihm 8 Hotels mit rund 700 Mitarbeitern und er macht einen Jahresumsatz von etwa 45 Millionen Euro. Er selbst bezeichnet sich, passend zu Berlin, übrigens als Hipster-Millionär Deutschlands. Willkommen zurück hier bei Deluxe. Wenn Sie, liebe Herren, bei Ihrem Herzblatt demnächst mal so richtig punkten wollen oder was wieder gut machen müssen, hier kommt die Idee. Das wohl teuerste Picknick der Welt. Ein romantisches Dinner zu zweit auf einer einsamen Insel inklusive Yachtenservice. Also, ich sag mal so, damit sind Sie ganz weit vorne. Jasmin Taylor ist Chefin eines Reiseunternehmens und führt ein echtes Jet-Set-Leben. Weihnachtsshopping in Dubai, Freunde besuchen in Marokko, Formel-1-Rennen in Monaco und Sonne tanken in Cannes. Ja, wir durften die millionenschwere Unternehmerin bei ihrem jüngsten Trip begleiten nach Marbella. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Das war's von Deluxe. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserem nächsten Deluxe-Date wieder mit dabei sind. Also bis dahin, machen Sie es gut und ich sag Tschüss.